whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute wünschen wir Ihnen einen hervorragenden St. Patrick's Day. Allerdings, kaum jemand weiß, was das bedeutet. Ach, irgendwas mit Irland, ne? Ja. So, ich habe das ein bisschen recherchiert. Beim St. Patrick's Day handelt es sich um einen christlichen Feiertag. Und zwar in, ja, ich glaube, ostchristlich oder irgend sowas. Also es gibt ja viele, viele, viele verschiedene christliche Dinge. Habe ich jetzt nicht genau reingeschaut. Ist aber christlich. Und da geht es um den Patrick von Irland. Warte, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, der heißt Magonus Sucatus Patricius. Ja, also es war zu Zeiten, wo Großbritannien noch römisch war. Und also um die 5. Jahrhundertwende hat er gelebt. Man weiß nicht genau, wann er geboren ist, wann er gestorben ist. Man weiß nicht genau, ob er aus Wales kam oder aus Schottland kam. Aber er soll der Erste gewesen sein, der ja, Irland missioniert hat und sie vom heidnischen Polytheismus zum Monotheismus übergeführt hat. Ja, ganz toll. Wir feiern den Tod von ihm. Also es ist der Feast Day, nennen es die Amerikaner oder die Briten. Und da darf man dann das Fasten brechen und dann fressen und saufen und vor allem nicht nur Bier, nicht nur Bier, sondern man darf dann auch Schnaps trinken oder Whisky. Damals gab es natürlich noch keinen Schnaps. So, was darf ich dir einschenken? Den Halt? Ja, schenk mir den Halt ein. Okay. Ja, es ist ein nationaler Feiertag, aber nicht überall. Zum Beispiel, er wird in Irland gefeiert, in Südirland und Nordirland. Sowie in Neufundland in Kanada und Labrador in Kanada und in Montserrat. Und ich habe auch nachgeschaut, wo es ist. Es ist in der Karibik. Also jetzt weiß ich auch, wo Montserrat liegt. Gibt es da nicht mal so ein Lied? Es gibt einen mächtigen Vulkan, oder? War das nicht gehört? Achso, ja, das kann ich nicht. Ja, egal. So, ja. Und eine Frage ist, warum ist eigentlich St. Patrick's Day immer so grün? Und die grüne Insel. Ja. Es war früher mal blau. Ja, ja. Ich blau. Aber blau passt irgendwie nicht so zu Irland und deswegen hat man grün genommen, weil es in der Flagge ist, es ist die grüne Insel und es heißt ja immer die Emerald Island. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist. Wieder irgendwie Emerald, so ein grüne Emerald Island. Mhm. Und ja, aber das ist gar nicht der wahre Grund, denn am St. Patrick's Day kommen ganz viele Kobolde und Feen und die zwicken dann alle Leute. Die nicht grün sind. Die nicht grün sind, weil aber die können kein Grün sehen. Ich bin ein alter Kobold. Ja, und deswegen färben wir heute unseren Whisky grün, weil sonst ja, trinken die Kobolde und Feen unser... Boah, jetzt habe ich zwei Tropfen. Entschuldigung. Sonst trinken die unseren schönen Whisky auch noch aus. Ich glaube, nachher bin ich auch grün. Du. Krass. Du hast nur einen Tropfen. Ich habe nur einen Tropfen. Aber dein Whisky ist eh dunkler. Der Hammer. Der Hammer. Ja. Also, ja. Richtig schön grün. Ja, wenn man in die Kamera zeigt. jetzt erklären wir was zu dem Grün. In diesem Fall haben wir es jetzt also mit Lebensmittelfarbe zu tun. Hochkonzentriert E102 Tartrazin und E133 Brillant Blau FCF. So, da gibt es jetzt also die verschiedensten Farben und die einen sind schwierig und die anderen sind schwieriger. Und hier steht also nur dabei, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Also bitte nicht auf die Bagels oder auf die sonst was drauf. So, aber wo man grundsätzlich immer wieder Bilder sieht, ist Chicago, wo man im Prinzip sieht, wie da ein Fluss grün gefärbt wird ohne Ende. Das habe ich gewusst. B, habe ich es aber ein bisschen weiter nachgeschlagen. Und zwar nimmt man da eine Substanz namens Fluorescein, mit dem wir auch als Jugendliche in der Chemie gespielt haben. Und die ist in der Lage, mit relativ wenig Substanz unheimlich viel Wasser zu färben. Man kann das mit 0,1 Gramm oder Milligramm, wie viel das waren, also mit wahnsinnig wenig kann man also einen ganzen Liter schon sichtbar verfärben. Es geht sogar so, dass man mit 500 Gramm von diesem Fluorescein, was man aus einer Schwimmweste rauslassen kann, 4000 Quadratmeter im Meer färben kann, damit die Suchflugzeuge da den Betrunkenen, der vom Bord gefallen ist, besser sehen kann. Und in Chicago hat man das gemacht, weil man Undichtigkeiten im Plumbing System hatte, also Abwasser
System und da hat man das Zeug rein und hat dann geguckt, wo kommt es aus dem River raus. Ne? So, und hast du einen Unterschied geschmeckt? Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte den jetzt vorher noch probiert, aber... Also mit Todesverachtung. Pass auf, wenn ich nachher Hyperaktivität zeige. Also ich meine zumindest nichts zu anders zu schmecken. Könnte ein bisschen grün schmecken. Ein bisschen grasig. Wenn der nachher grün wird, wird es nicht an der Farbe liegen. Ja. So. Ja, St. Patrick's Day ist der beliebteste Nationalfeiertag der Welt. International gesehen. Und er ist jetzt auch ein bisschen kommerzialisiert worden. Wir machen auch ein Video drüber. Insgesamt werden allein in den USA 4,4 Milliarden Dollar ausgegeben, nur wegen dem St. Patrick's Day. Wahnsinn. Und das sind in, ich glaube, 32 großen Städten gibt es offizielle Paraden. Wahnsinn. Und was für Paraden? Also die Paraden, die Feierlichkeiten in Irland sind verschwindend gering im Gegensatz zu denen in New York, Chicago oder auch Singapur. Sagen, und wir hatten ja es mit der Kartoffelfäule in Irland zu tun, so um 1840, 1850. Und da haben die verhassten Engländer den Iren nicht mit Nahrungsmittellieferungen geholfen, zumindest mal nicht im ersten Jahr. Und da sind also, wir hatten damals, ich weiß nicht, 6, 7, vielleicht sogar 8 Millionen Einwohner. Die Anzahl an Einwohnern stieg nur so hoch an, weil die Kartoffel die Kalorien für die brachte. Und nun kam die Kartoffelfäule, das verfaulte auf den Feldern. Und von diesen, ich glaube, 6 Millionen sind 2 Millionen gestorben. 2 Millionen sind in die USA ausgewandert. Und 2 Millionen sind dort geblieben. Und die haben sich heute gerade wieder auf 4,4 oder so vermehrt. Und also von diesem Drain haben die sich nie wieder wirklich erholt. Und drum ist in den USA so viel Irland und drum buchstabieren sich die meisten US-Whiskys auch mit dem E vor dem Y, was ja in Irland zu Hause ist. Ne? Also Irland lebt auf jeden Fall im St. Patrick's Day international. Warum gibt es eigentlich Paraden? Woher ist das gekommen? Die Paraden sind ungefähr 1700 entstanden und das war ein Zeichen der Irer, die ihren Patriotismus zeigen wollten, aber auch auf Missstände hinweisen wollten, wie irische Armut in den Neuengland-Staaten. Ja, gibt heutzutage auch noch ein bisschen Kontroversen, zum Beispiel die schwulen, Lesben, Transsexuellen wollen mitmarschieren bei den Paraden, war auch mal zwischenzeitlich verboten. Katholisch. Also da gibt es einen guten Grund eigentlich für, warum man es verbietet. Nur mittlerweile ist das Ganze so kommerzialisiert, wo ich sagen muss, lasse laufen. Okay, ja, das war unser St. Patrick's Day. Hast du noch was? Nö. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und schauen Sie bald wieder mal vorbei.